Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pains Creeks Killing. Bei Killings. Und wir brauchen einen Maverick. Wir brauchen. Genau, wir müssen zum Bernard gehen. Ich glaube, es wird immer mehr. Bernard. Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Wo wollte ich noch hin? Genau, wir müssen nochmal in das Herrenhaus. Wir haben ja jetzt den Code für... Nee, haben wir gar nicht. Wann? Warte mal. Wann wurden wir geboren? Also nicht wir, sondern wann wurde Scott geboren? Wann wurde Scott geboren? Ach, warte mal, hier. Maverick. Ah, warte mal, Handschuhfach. Handschuhfach vielleicht. Das da benutzen. Yes. Oh, geil. Was haben wir da jetzt drin? Was ist da drin? Da ist ein Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Logbooks 201. Gibst du mir den Schlüssel? Ach, warte mal. Für... Ah, okay. Warte, warte, warte. Steve Moss. Mein Kopf tut weh. Mein Reifen ist platt. Und das Telefon funktioniert nicht. Will mich jemand davon abhalten, Paints Creek zu verlassen? Bin ich kurz davor, etwas zu entdecken? Oh Gott. Ich dachte, er war derjenige. Ich lag falsch. Es ist nicht der Mörder. Er ist es nicht. Meint er jetzt den Butler? Oder meint er jetzt... Meint er jetzt den Butler oder meint... Oh, warte mal, aufheben. Ach nee, das kennen wir ja schon. Den Butler oder... Verdammt. Oder Scott? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Jetzt gehen wir da noch schnell rein. Dann machen wir hier das Ding noch auf. Haben wir ja gerade den Schlüssel für bekommen. 201 aufschließen. Ne, das ist der, der hat den da brauchen. Jetzt haben wir hier schönes. Gib, 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 gib. Was zum Geier? Für was ist der Knopf? Oh mein Gott, wo ist denn jetzt... Wo haben wir denn die Lampe gesehen? Er ist mir auf der Spur und ich musste mich verstecken. Der Schlüssel ist in einem der Abflüsse an der Straße. Er wird ihn nie finden. Oh, verdammt! Den Abfluss bei dem Bauernladen. Ich brauche Werkzeug. Eieiei. Seitdem ich diese Nachrichten und diesen Schlüssel bekommen habe, bin ich der anonymen Person blind gefolgt. Ich war so ein Idiot. Ich muss meine Untersuchungsnotizen noch einmal ansehen und nachgucken, ob ich etwas Wichtiges übersehen habe. Ich habe alle Alibis durchgesehen, die Sheriff Howard aufgenommen hat. Es gab 6 Befragungen. Charles, Matthew, Bernard, Dorothy, Mary und Derek. Dann fiel es mir auf. Einer von ihnen lügt. Es war die Rede von einem Ereignis. Aber ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass es abgesagt wurde. Wo habe ich das nochmal gelesen? Ich kann mich nicht erinnern. Oh mein Gott, ich habe gerade entdeckt, dass der Buchstabe E in allen Nachrichten des Mörders ein wenig heraussticht im Vergleich zu den anderen Buchstaben. Wenn ich die passende Schreibmaschine finde, finde ich Vivians Mörder. Oh Mann, das ist so spannend. Mann, ich kriege noch einen Vogel hier, obwohl hier nichts passiert. Moment mal, Moment mal. Oh, verdammt, ich sehe das aber jetzt gar nicht, ne? Das ist aber handgeschrieben. Tagebuch, Tagebuch. Matthew, das sieht... Oh Mann. Scott hatte auch... Ne, das E sieht auch normal aus. Das ist auch alles handgeschrieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kriege immer mehr Schiss, ne? Was habe ich jetzt gelesen? Einer lügt? Dann, genau. Wir müssen nochmal ins Herrenhaus. Wo war die Lampe? War die im Herrenhaus? Ich habe mir doch nicht die... Ne, warte mal. Hier sind die Lampen. Hier sind die Lampen. Oder sind die überall? Warte mal, das ist... Wir machen mal ein Foto. Mama Foto. So, da ist ein Bücherregal dahinter.
Hier nicht, weil dann müsste die Lampe hier sein. Also einmal kurz hier umgucken, einmal oben umgucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Musik noch dazu, ne? Warte mal, ist hier ein Bücherregal? Nein, hier ist kein Bücherregal. Da ist auch kein Bücherregal. Da ist auch kein Bücherregal. Okay, vielleicht sind die Lampen einfach überall. Na, klasse. Okay, wir gehen. Wir gehen. Das Geburtsdatum von Scott. Ich weiß nur noch 73. 73. Wann wurden wir geboren? Warte mal, hatten wir nicht... Warte mal. Scott Brooks. 6. April. Nee, das war nicht der... Das war nicht der Geburtstag. Ah, wo war denn das? Wir haben das doch bestimmt schon mal gelesen. Scott Brooks festgenommen. Nein. Warte mal, hier eine Geburtsurkunde. Da, wir hatten doch irgendwo eine Geburtsurkunde. Kann das sein? Öffentlicher Bericht. Scott Brief an Trisha. Ah, wir hatten doch eine Geburtsurkunde irgendwo in der Kirche gelesen. Irgendwo haben... Mann, das, wenn ich das jetzt nur noch wüsste, ne? Irgendwo ist es. Ich weiß es doch genau. Oder vielleicht bei Matthew? Wir brauchen das Geburtsdatum von Scott. Scotts Brief. Nein. Das sind die Autopsie. Alibi-Protokolle. Nein, das suche ich auch nicht. Vivians, nee, das auch nicht. Boah. Verlegung, ich habe keine Ahnung. Ihr wisst aber, ne, was ich suche, was ich meine. Wir brauchen das Geburtsdatum von dem Kleinen. Gehen wir jetzt erst in die Kirche und schauen, ob ich da nochmal was finde. Ich brauche das Geburtsdatum. Irgendwo war doch dieses... Ne, guck mal, hier unterschreiben. Oder war das gerade? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin mir... Ne, warte, jetzt, wir gehen erstmal mit dem Hammer jetzt das Ding aufmachen. Hier müssen wir was, ne, damit wir das aufkriegen, damit wir den Schlüssel kriegen. Alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Mein Kopf arbeitet gerade auf Hochtouren und... Ah, irgendwo habe ich die Sachen doch schon mal gelesen. Und welche Veranstaltung ist kaputt gegangen? Oder wurde abgesagt? Das ist jetzt auch so eine Frage, ne? Das ist auch eine Frage. Nein, warte mal, stimmt, Scott war doch der 5. Mai? Genau, 5. Mai! 5. Mai 85. Richtig? Das haben wir doch auf dem Flugzeug stehen gehabt. Da war das Ding. Und hier muss der Hammer sein. Da war das, genau, der 5. Mai. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben die Tatwaffe. Eine gezackte Klinge. Kannst du nochmal angucken, bitte? Darauf sind getrocknete Blutflecken. Boah, das hat der hier vernagelt. Der Butler war's. Apropos, warte mal. Apropos. Warte, ich hab da Bild gemacht, ne? Ich hab doch das Bild gemacht. Stimmt, da war ja was so. Das ist oben rechts, ganz oben. Das heißt, der ist bei der 18 mit doppelt. Ich tue offscreen und kurz rechnen. Sekündchen bitte. Warte, wir haben... Nee, warte, 26, das war falsch. Ja, genau, wir haben 50, 60, dann dreimal die 8... Nee, zweimal die 18, zweimal 18. Ich rechne mal kurz... So, ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. So, 137. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Sehr cool, sehr cool. Nochmal ein Schlüssel. Mega. Sieht aus wie ein Schreibtischschlüssel. Für wen?
Für wen denn jetzt mit den Schreibtischschlüssel? Das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht beim... Ich habe keine Ahnung. Bernard Hopkin. Lesen. 21. Juli. Als die Polizei berichtete, dass Vivian ermordet wurde, war ich am Boden zerstört. Ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll. Mein Kopf ist leer. Ich kann nur denken, wie ist das passiert? Wie kann Vivian tot sein? Er war ja ein bisschen verknallt in sie, glaube ich. Jeder trauert um Vivian. Den Leuten kommen oder rufen an und bekunden ihr Beileid. Charles hat sein Zimmer seit Tagen nicht mehr verlassen und Trisha weint die ganze Zeit. Dorothy hat allen Angestellten viele Aufgaben gegeben in der Hoffnung, das würde sie von Vivians Tod ablenken. Samuel, unser Wachmann, schaut alle Bänder der letzten 2 Wochen durch, auf der Suche nach verdächtigen Aktivitäten. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Okay, dann war es aber vielleicht doch nicht. Er war ja doch ein bisschen in sie verschossen, ne? Scott wurde wegen des Mordes an Vivian festgenommen. Stimmt das? Niemand hätte sich das vorstellen können. Ich könnte niemals glauben, dass Scott jemand umbringen könnte. Es recht nicht Vivian. Und doch macht es mich so wütend. Ich bin verwirrt. 29. September. Trisha wurde heute ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch, nachdem sie erfahren hat, dass Scott der Mörder ihrer Mutter sein könnte. Ihr Zustand hat sich in den letzten Wochen verschlechtert und niemand könnte ihr wirklich helfen. Charles hat sich endlich entschieden, Hilfe im Krankenhaus zu suchen. 27. Oktober. Matthew hat nie geglaubt, dass sein Sohn Vivian umgebracht hat. Er hat einen schnieken Anwalt mit seiner Verteidigung beauftragt. Scott kam heute auf Kaution frei. Das ist mehr als lächerlich. Ich finde, Scott hätte nicht freigelassen werden dürfen, auch wenn sie nur unzureichende Beweise gegen ihn hatten. Er hat Vivian umgebracht. Ich weiß, dass er schuldig ist. Jeder weiß das. Sie hätten weitermachen und ihn verurteilen müssen. Die Hausmädchen haben das Anwesen geputzt, als sie einige Dinge von Vivian gefunden haben. Einen Schlüssel und ein bisschen Bürokram. Ich habe Charles gefragt, was er damit machen will, aber er hat gesagt, ich soll mich darum kümmern. Ich habe alles mit nach Hause genommen. Vivians Tod hat alles sehr traurig gemacht, insbesondere Charles. Nachdem ich gehört habe, wie untröstlich Charles vor 2 Nächten war, kann ich ihn nicht mehr leiden sehen. Scott sollte für seine Taten bezahlen. Hat er dann Scott umgebracht? Oh Mann. Das ist. Ich guck lieber, bevor ich wieder was übersehe. Das haben wir aber schon gelesen. Ja, genau, das haben wir schon gelesen. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Ah, warte mal, stimmt. Zimmerschlüssel von... Ah, Zimmerschlüssel. War hier noch ein Zimmer zu? Ah, Tatsache, da ist hier noch ein Zimmer zu. Benutzen. Oh, oh. Da die überall Gewehre hängen und Dingsen, ne? So, alles schön durch... Oh, 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 oh. Vivian ist tot. Heute habe ich Vivian gefahren, weil Derek mit Charles unterwegs war. Während der Fahrt haben wir uns unterhalten. Sie hat gesagt, sie fühlt sich so leer, obwohl sie ein erfolgreiches Geschäft führt. Und müde. Trisha hasst Vivian dafür, dass sie sie davon abhält, Scott zu sehen. Sie scheint sich sehr am Namen Vincent zu stören und ihre Beziehung zu Charles ist wohl nur Show. Ich wünschte, ich könnte sie trösten. Sie macht gerade so viel durch. Wenn ich Vivian nur sagen könnte, wie viel Respekt ich vor ihr habe, wie sehr ich sie bewundere. 18. Januar. Seitdem Trisha den Namen Vincent erwähnt hat, ist Vivian sehr still geworden. Selbst während des Abendessens hat sie kaum etwas gesagt. Ich kann mich kaum erinnern, wann Vivian das letzte Mal glücklich war. Ich glaube, das kann ihr niemand vorhalten. Wanda war schon eine Weile nicht mehr auf der Arbeit. Ihre Krankheit wird schlimmer. Ich frage mich, wie sie damit zurechtkommt. Derek konnte Vivian wieder nicht fahren. Daher habe ich mich angeboten.
Seit ich sie zum ersten Mal gefahren habe, ist ein Monat vergangen. Sie hat sich mir ein bisschen mehr geöffnet und von ihren Problemen erzählt. Von ihrer schwierigen Beziehung mit Charles, wie wenig sie Scott leiden kann. Manchmal mache ich ihr Vorschläge, wenn sie fragt, was sie tun soll. Und manchmal will sie einfach nur, dass ihr jemand zuhört. Vor allem bin ich glücklich, einfach mit ihr zusammen zu sein. Der 22. Februar. Vivian scheint in letzter Zeit ziemlich verzweifelt zu sein. Während des nachmittaglichen Teetrinkens stand ich vor dem Zimmer und versuchte zu lauschen. Sie fühlte sich nicht gut und in der Beziehung mit Charles. Sie sehen sich kaum noch an oder und reden überhaupt nicht mehr miteinander. Ich persönlich glaube nicht, dass Charles sie verdient hat. Ich habe Vivians Biografie durchgelesen und die Hälfte der Fakten waren falsch. Der Autor hätte seine Hausaufgaben besser machen sollen. 17. März. Manchmal, wenn ich Vivian fahre, bittet sie mich, sie an eine Straßenecke rauszulassen, meistens vor Toms Café. Sie sagt dann immer, dass sie es alleine nach Hause schafft. Das hat mich neugierig gemacht. Darum habe ich mein Auto abgestellt und sie beobachtet, nachdem ich sie heute rausgelassen habe. Sie hat eine Tasse Kaffee zum Mitnehmen bestellt. Dann ging sie raus und 5 Minuten die Straße entlang zu einem Wohngebiet, wo sie vor einer Wohnung stehen blieb und klingelte. Kurz danach öffnete ein Mann im Anzug, etwa 30, die Tür. Er hat Vivian umarmt, sie gab ihm den Kaffee und sie haben sich kurz unterhalten. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagten. Dann gingen sie gemeinsam in die Wohnung. Wer ist er? Ich bin Vivian, nun zum 6. Mal gefolgt. Nachdem sie mit dem Kerl in das Gebäude gegangen war, habe ich das Auto in der Nähe geparkt und gewartet, dass sie wieder rauskommt. Nennt man das schon Stalking? Ungefähr 2 Stunden später hat ein Taxi vor der Wohnung gehalten. Kurz danach kam Vivian raus und der Mann folgte ihr sofort. Sie unterhielten sich kurz und Vivian sah sehr zufrieden und glücklich mit ihm aus. Bevor sie wegfuhr, gab sie ihm einen Kuss auf die Wange. Was ist hier los? 29. Mai. Ich habe den Kerl verfolgt. Er arbeitet bei einer Bank. Sie treffen sich immer in seiner Wohnung. Wie kann sie nur? Wer zum Teufel ist er? Ich habe mich dem 3. Tag in Folge krank gemeldet. Als ich im Bett lag, konnte ich nur daran denken, warum Vivian einen anderen Mann treffen würde. Egal, was Charles getan hat, sie war ihm doch immer treu, über all die Jahre. Wie kann sie jetzt nur eine Affäre haben? Sie ist doch viel zu gut für sowas. Sie hätte mich wählen sollen. Mag er die Vivian vielleicht doch nicht mehr, weil er eifersüchtig war? War ich hier schon drinnen? Jetzt habe ich Angst. War ich hier schon drin? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Komisch. So, da liegt auch noch mal ein Buch. Aber ich muss genauer gucken. Ich habe schon so viel übersehen. Da geht nicht auf. Oh, oh. Ach nee, das schimmert nur durch. Okay. Das sind Bücher, die kann ich nicht anklicken. Aber hier haben wir noch was. Da haben wir noch was. Tag 1. Ich habe diese Tabletten im Krankenhaus bekommen. Sie sollen mir gegen meine Depressionen helfen. Tag 2. Ich fühle mich etwas benommen. Das könnte am Essen liegen, das ich heute Morgen gegessen habe. Tag 3. Die Benommenheit kommt und geht. Ich kann immer noch arbeiten. Kein großes Problem. Tag 5. Der Tag 4 fehlt, Freundchen. Heute habe ich frei. Ich habe meine Medikamente nicht genommen. Am Abend fing ich an Vivian zu denken. Tag 8. Ich musste Vivian wieder fahren, also habe ich die doppelte Dosis genommen. Ich hatte Migräne für den Rest des Tages. Zumindest musste ich nicht an sie denken. Tag 11. Kann Vivian nicht aufhören, sich mit diesem Typen zu treffen? Warum kann ich nicht aufhören, daran zu denken? Tag 12. Jetzt weiß ich, dass meine Benommenheit von den Tabletten kommt.
Tag 20. Die Tabletten, sie wirken scheinbar nicht mehr. Es macht keinen Unterschied, ob ich sie nehme oder nicht. Ich kann nicht aufhören, mir vorzustellen, was Vivian und der Typ machen, wenn sie sich treffen. Tag 32. Ich nehme meine Tabletten nicht mehr. Oh, vielleicht war es doch. Ich weiß, ich bin so unschlüssig. Okay, jetzt haben wir einen Hammer. Kaputte Schublade zu reparieren, zu hämmern oder Nägel herauszuziehen. Yes! Wo war die Schublade? Verdammt, wo war die Schublade jetzt? Die Schublade? Wo war die kaputte Schublade? Wo war jetzt die kaputte Schublade? Ich glaube bei der Wanda, ne? Ich glaube bei Wanda. Wanda. Ich glaube bei Wanda. Ich hätte ein Foto machen sollen von dem. 43 Pain Street Dingsen. Ich hätte ein Foto von der Jagdhütte machen sollen. Das ist nämlich alles drin aufgezeichnet. Ich glaube, hier noch ein ganzes Stück weiter, oder? War das hier hinten irgendwo? Dum, dum, dum. Nee, ich bin nicht falsch, ne? Ja, jetzt bin ich hier wieder bei der Kathedrale. Eieiei, jetzt muss ich erstmal wieder dahin latschen und... Warte mal, Geburtsdatum. Oh, wir haben so viele Rätsel noch. Ich brauche noch die Schaufel. Wie komme ich denn beim Oliver in diesen doofen Fotoladen? Das ist doch nicht mehr schön. Ich glaube, diese Black Pine Road... Nein, gib mir mal die da. Black Pine. Hier, ne? War die... Oh, verdammt. Wo? 43 Black Pine? Ich hätte ein Foto machen sollen. 43 Black Pine. War das dann hier unten? Nein, da oben. Nee. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin verwirrt. Ich habe echt keine Ahnung. Black Pine 43. Irgendwo da oben war das doch, oder? Irgendwo da muss das doch gewesen sein. 41? Nee. Oh, ich muss gucken. Dum, dum, dum. Oder war das hier hinter? Nee. Oder? Doch, warte mal. War das nicht hier irgendwo? No, nee, das, jetzt bin ich ja komplett falsch. Eieieiei. Ich muss zu Wanda. Wanda Taylor. 15. Black Pine. Ich bin verwirrt. Ich habe absolut keine Ahnung. Da war nichts drin. Die Pebblestraße nochmal. Kommt ganz, ganz schnell. Hier war ja auch nichts. Ich habe vergessen. Ich weiß es nicht. Ich glaube 43 Black Pine. Bin mir aber absolut nicht mehr sicher, wenn ich ehrlich bin. Oder war das hier irgendwo? Hier hinten? War das hier so irgendwo? Nee. Ich muss gucken. Ja, und auch diese ganzen versteckten Kapseln müssen wir noch finden. Wir brauchen ganz viel Zeug. Nur ich habe jetzt einen Hammer. Und ich glaube, das war bei der Wanda. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. So, kommt ganz, ganz schnell ab in die Keller und nochmal auf die Karte gucken und dann machen wir ein Foto. Weil da kann ja nicht sein, dass ich da jedes Mal zurückklatschen muss. Komm, lauf. Keine Zeit. So. Das da lesen und fotografieren. Dorothy, Andrew, Zeitkapsel, Derek und Wanda. Einten bei der Kirche. Also doch bei Bernhard hier. Ach, stimmt, so ein bisschen oben, ne? Oh, ich bin so ein Trottel. Da war man gerade quasi. Entschuldigung. Da rennen wir jetzt aber noch schnell hin. Das machen wir jetzt nur schnell. Ich will die Schublade reparieren. Können wir hier eigentlich auch die Nägel raus? Nee, wahrscheinlich nicht.
Eieiei, ich will alles, ne? Ich will alles hier kaputt machen und reparieren und... Ach, nee, nee, nee. Wir brauchen unbedingt die Schaufeln. Was brauche ich denn alles für? Ich brauche... Um die Bolzen rauszudrehen, Schraubenzieher vielleicht? Ich brauche... Komme ich hier auch durch? Ja. Ich brauche... Was brauchen wir denn noch? Bestimmt nur so ein, zwei Werkzeuge. Aber ich habe auch gar keine gesehen. Oder habe ich die alle übersehen? Habe ich die ganzen Werkzeuge... Ich habe die wahrscheinlich alle übersehen. Mal gucken. Stimmt, warte mal. Ich glaube, Wandershaus, das war irgendwie so oben, ne? Das war irgendwie oben. Mein Hirn arbeitet. Und es bringt nichts raus. Warte mal, so hier. Ach, hier hinten rein. Aber da war ich doch gerade. Da war ich doch. Ach, hier. Nee, irgendwo oben. Ach, hier. Hier war... Mein Gott, ich habe die falsche Seite angeguckt. Ich bin so ein Trottel. So, da sind wir wieder. Und wo war jetzt das Schlafzimmer? Nee, oben waren die, ne? Tschum, 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 tschum. Ne, und guck mal, hier wäre ein kleines Klappmesser. Das wäre von Derek. Das wäre doch eigentlich... Ne, guck mal, das hat da rostig oder Blut? Das ist die Frage. Derek, hast du ermordet? Ich weiß es nicht. Die da können wir mal reparieren. So. Benutzen. Bäm, repariert. Stadt von New Jersey, Abteilung Kinderpsychiatrie. Sehr geehrte Miss Wanda Taylor, nach fast 5 Monaten mit Behandlung geht es Ihrem Sohn Derek Taylor jetzt viel besser. Wir schaffen es immer noch nicht, ihn dazu zu bringen, viel zu sprechen. Aber er hat sich entschieden, seine Gedanken und Gefühle durch geschriebene Texte auszudrücken, was ein wirklicher Durchbruch für ihn ist. Während unserer letzten Sitzung schrieb er jedoch Folgendes. Dad stand mitten auf der Straße. Er hat mir zugewunken. Mom hat geweint und ihre Tränen fielen auf mein Gesicht. Dann bin ich aufgewacht. Und Kitty hat geschnurrt und mein Gesicht abgeleckt. Ich glaube, sie wollte rausgehen. Mom will nicht, dass ich spät nachts Lärm mache. Sie sagt, das weckt alle auf. Darum war ich sehr leise, als ich die Hintertür öffnete. Kitty raste davon. Hinter dem Zaun hörte ich Geräusche. Da gibt es eine Tür, die immer abgeschlossen ist, aber durch das Schlüsselloch sah ich Licht. Ich ging zur Tür und schaute durch das Schlüsselloch. Da drin waren 4 Leute. 2 haben gekämpft. Ein Baby hat geweint. Dann fiel jemand auf den Boden und schlug sich ihren Kopf an. Sie hat sich nicht mehr bewegt. Ihre Augen waren offen. Ich habe mir in die Hosen gemacht, weil sie mich angeguckt hat. Seitdem war Derek sehr still. Wir konnten nicht vollständig klären, ob das, was er geschrieben hat, war oder nur eine seiner Vorstellungen war. Nichtsdestotrotz sind wir wegen seiner Sitzung beunruhigt. Melden Sie sich bitte bei uns, damit wir weitere Schritte, um ihm zu helfen, besprechen können. Catherine McDonald, Leiterin Kinderpsychiatrie. Der kleine Junge hat den Mord mit angeguckt. Ach du meine Güte. Der hat den Mord mit angeguckt. Jetzt mal kurz gucken. Ah, das können wir noch schnell lesen. 24. Januar. Die Schule hat angerufen. Der Direktor hat mir erzählt, dass die Kinder Derek hänseln und sagen, er sei ein Bastard. Ich weiß, was Derek wissen will, wo sein Vater ist. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. 28. Februar. Die Schule hat wieder angerufen und gesagt, dass Derek an einem Vogelnest herumgestochert hat, bis es vom Baum gefallen ist. Danach hat er die Küken mit Steinen beworfen, bis sie tot waren. Daraufhin wurde er für eine Woche von der Schule suspendiert. Der Direktor hat gefragt, ob Derek irgendeine Art Trauma erlitten hat, durch das er sich so verhält. Ich konnte ihm nicht sagen, dass Derek gesehen hat, wie Sophia umgebracht wurde. Er war erst 5, als das passierte. 11. Mai.
Derek geht nicht mehr in die Schule. Er hat mir gesagt, die Schule ist nichts für ihn. Ich hätte ihn nicht darum bitten sollen, über Sophias Tod zu schweigen. Seine Gefühle müssen sich all die Jahre lang in ihm aufgestaut haben. Vielleicht sollte ich anfangen, ihn zu Hause zu unterrichten. Eieieiei. Die Wanda war dabei, wahrscheinlich. Warte mal, hat doch hier eine Schreibmaschine, ne? Ist das eh kaputt? Warte mal, kann ich da was sehen? Bei. Warte mal, hinten hinsitzen. Das ist zu viel, das ist zu viel. Ich glaube, vielleicht ist dem sein eh kaputt. Bin mir aber nicht sicher. Ich muss doch gucken. Okay, aber ich glaube, da gibt es noch einiges. Wir haben noch viel, viel zu lösen. Das kriegen wir auch noch hin. Und ich würde aber erstmal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.